Ja, damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Für mich ist es guten Morgen. Es ist recht früh an diesem Samstag. Und wir schauen uns heute mal die Kerberstrecke 1994 an in der Version 1.1. Das ist ein Update, was ich glaube, es ist eine Sie, bin mir gerade nicht sicher, von der Amicia gemacht worden ist. Und da hat es doch einiges an Änderungen gegeben an der Strecke. Und man dachte, ja, okay. Dann schauen wir uns doch mal die Strecke an mit einem tollen Szenario, ebenfalls von ihm. Wie gesagt, ich weiß es gerade nicht. Und wir fahren mit der BR627 und zwar auf der RB26-Linie von Reichenheim nach Öbenau. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und VMAX 120, BCB Zugart O und Finger weg von der Tab-Taste heißt hier noch. Also machen wir da nichts. Wenn es rot ist, dann ist rot. Und ja, wir müssen eigentlich nur noch die Leute reinlassen, Spitzenlichter einschalten und dann ist soweit fertig. Kleines Vorwort noch. Die BR627, was wir jetzt hier gleich fahren werden, ist eigentlich keine BR627. Es ist eigentlich der Dieseltriebzug der ÖBB und zwar die 5047, nur mit den entsprechenden Repaint. Die zwei sehen ähnlich aus, aber man wird gleich den Unterschied merken. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass das ja eigentlich optisch nicht ganz passt. Also, los geht's. Sind wir hier drin, lassen auch die Leute schon mal einsteigen und die Spitzenlichter machen wir mal an. Perfekt. Und dann schauen wir uns den Wagen doch mal von draußen an. Ah, so ein schöner Diesel-Sound. Es ist ein schönes Repaint, muss ich schon sagen. Da, Webenau, also Übenau, glaube ich, soll es eigentlich heißen. Die Lichter jetzt an. Warte mal, durchtesten. Okay, ja, ist an, man sieht es noch nicht so wirklich. Alles klar, sogar mit einem Erste-Klasse-Bereich, Doppeltraktion. Und wir dürfen erstmal nicht weiterfahren. Gehen wir jetzt auf die Freikamera. Ja, so. Schauen wir mal, was wir hier noch so alles hier haben. Ja, mehr so. Ah, die Förster sind unterwegs. Sieht man da was? Nö. Wird nur fleißig irgendwas gemacht. War es ganz schön laut. Panikvergang. Ist das jetzt wegen uns oder kommt jetzt gerade was? Jetzt würde ich hier doch gerade mal schauen. Mini-Posten hier oben drin. Kann auch von da oben gucken. Das ist nur eine aufgemalte Textur. Ach, da kommt was. Das ist V200. Na? Nur zwei. Mit einem gemischten Güterzug. Oh, hab's das gerade beim Signal gesehen, wie das so schön nachschwingt. Nice. Ja, wir gehen dann gleich schon mal in den Changelog rein, was sich hier alles geändert hat mit dem Update 1.1. Er wird übrigens als neue Strecke installiert. Sprich, die alte wird nicht angefasst und braucht dann entsprechend angepasste Szenarien. Wenn wir dann gleich während der Fahrt mal gucken. So viel kann ich schon mal sagen. RC, also Amicia, hat knapp ein Dreivierteljahr braucht für den Umbau auf der Strecke. Steht zumindest so im Handbuch drin. Und ist ein bisschen größer ausgefahren als ursprünglich geplant. Okay. Dürfen wir jetzt dann auch mal langsam fahren? Ich will mal los. BCB bzw. Indusi ist an. Und ich glaube, Sie auch. Da müssen wir noch abschalten. Ja, so. So, los geht's. Hä? Warum magst du mich nicht? Zug nicht gelöst. Habe ich jetzt irgendeine Bremse vergessen? Ah, jetzt. Das klingt schon nice vom Motor her.
Okay. Los geht's. Mein Instrument liegt hier schon mal an. Aber testen. Oh, halbwegs anständiges Fernlicht. Das ist doch mal schön. Ah, das Szenario kommt übrigens mit Ansagen. Finde ich sehr gut. Dann ist ein bisschen realistischer. Jetzt hier kommen. Wunderbar. Also, Changelog. Ich hole mir das mal kurz auf einen anderen Monitor, während ich versuche hier nicht so schnell zu fahren. Ja. Okay, Changelog, Changelog, Changelog. Anderer Monitor. Okay. Also, Multitasking ist echt so eine Sache. Die komplette neue Signalisierung der Strecke. Dann gibt es jetzt GPAs, also Geschwindigkeitsprüfabschnitte. Und zwar gemäß Aussage von Amicia erstmalig in der Freeware-Strecke, beziehungsweise in der Streckenupdate, dass jetzt da GPAs verbaut worden sind, die signalabhängig arbeiten. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Dann gibt es insgesamt drei Gleistypen inklusive passender Untergrundtextur. DB Betriebswerk in Hagenshausen ist neu gestaltet worden. Ist echt nur schwierig, hier zu fahren und der Changelog zu lesen. Diverse Weichen erneuert und Weichenradien angepasst, diverse neue Überleitstellen hinzugefügt. Dauerlangsamfahrstelle bei Igelbach ist entfernt worden. Ich gehe jetzt mal hier runter vom Gas. Gleise im HKW Klingenthal als Dieselgleise deklariert und V-Mark angepasst. Diverse Abstellgleise korrigiert. Schöne Brücke. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Augenblicken den Bahnhof Kempstedt. Sie haben Anschluss an 1.10 nach München um 8.09 Uhr von Gleis 3 sowie an eine Regionalbahn nach Ufern am Bärensee um 8.15 Uhr ebenfalls von Gleis 3. Die EVB verabschiedet sich ganz herzlich von allen Aus- und umsteigenden Fahrgästen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Kerbestedt ist in Fahrtrichtung links. Ja, schön gemacht. Und ihr habt es vom Signal gesehen, wir müssen erstmal runter von der Geschwindigkeit. Ja, parallel schaue ich nochmal auf den Changelog. Es sind noch Gleise hinzugefügt worden. Eingleisiger Streckenabschnitt Öbenau, Hagenshaus, komplett neu ausgestaltet. Das heißt, das werden wir auf alle Fälle heute sehen. Allgemeine Verbesserung der Gleisläufe, Streckenende in Bad Alburg und Süden Alburg ausgebaut, neue Startpunkte der Strecke hinzugefügt. Ich muss hier noch ein bisschen langsamer werden. Block- und Weichenwärterhäuser in Bereichen mit Formsignal hinzugefügt, Austausch aller englischer Straßen, Navigationsfix eingespielt. Und natürlich noch zwei Szenarien mit dabei zum Kennenlernen. Das Szenario, was wir hier spielen, das ist bei der Strecke nicht mit dabei. Das gibt es so als Extra zum Runterladen. Wenn ihr euch wundert, was es ist, das ist die PCB, beziehungsweise die USI. Hier unten. Das ist ein echt langer Autozug. Solche Details liebe ich ja auch, wenn hier so überwachsene Gleise sind, die nicht mehr genutzt werden. Sieht schon immer wieder schön aus. Okay, wir sind halbwegs in der Zeit. Dann bleiben wir hier mal stehen. Bremsen hier. Ha! Auf die Sekunde. Nice. Okay, gucken wir mal.
Wenn ich mir mal Nummer 1 überprüfen. Nice, steht sogar da. Elbe-Regionalbahn, Brems, Rügen, Ilbenau, Obenau. Und das ist um 15:52 irgendwas. Und wie ist es mit dem? Ah ja. Abfahrt 8 und 9 nach München, Intercity, IC-Zuschlag. Und hier gab es die Zugdurchfahrt. Coole Sache. Hat es diese alten Anzeige eigentlich noch irgendwo in Deutschland und sind noch aktiv? Wenn das jemand weiß, bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die fast überall schon verschwunden sind. Ansonsten nicht so viel Spannendes. Kleines Stellwerk hier hinten. Der Intercity müsste jetzt bald mal kommen. Überschreitender Gleise verboten. Ja, okay. Ah ja, gehen wir mal in den Zug rein. Führerstand ist nicht ganz so laut. Auch wenn ich den Diesel-Sound mag. Erstmal ein Stückchen Kaffee. Ah. Da ist er ja, der Intercity. Mit einer interessanten Bemalung drauf. Das sind die Adler. Okay. Signal sich umlegt. Das sieht einfach schön aus. Okay, Abfahrt. Ah, wie man das Fernlicht an. Tut mir leid, Kollege. So, mit 60 geht's weiter. Nächster Halt Holzhofen, Gleis 2. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen in Kerbestedt alle neu zugestiegenen Fahrgäste in unserer Regionalbahn auf dem Weg nach Öbenau. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Öbenau, okay, alles klar. War nicht ganz so falsch. Ist so ein geiles Gleisgeräusch, gerade wenn man da über Weichen fährt. Klingt gut. Okay, dann werden wir mal kurz schauen, dass ich ein bisschen so Panoramic-Shots mache. Da bin ich dabei bekannt, dass mir da immer wieder mal die PCB reinjagt, weil ich was übersehe. Ja, aber jedes Mal das Gleiche mit mir. Ich hätte einfach gerne mehr Ansichten von der Seite und nicht immer nur hier von oben. Also, müsste ich das mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist eine Freeware-Strecke. Und sieht richtig, richtig krass aus. Ich meine, ist. Also hat recht lange gedauert, das so zu machen. Klar. Aber. Wow. Da sehen manche kommerzielle Strecken viel schlechter aus. Und zwar, was mir als erstes da einfällt, ist RSSLLO, was ja immer wieder recht schnell gerade österreichische Strecken raushaut. Die sind okay, aber mit sowas wie das hier, gerade mit der Vega zu und so, nicht zu vergleichen. Sieht viel schöner aus, finde ich. Also gibt es dann auch bei den Strecken dann immer wieder entsprechende Updates von der Community, dass es wieder schöner aussieht. Gott sei Dank. Au! Und was mir aufgefallen ist, heute, also nicht heute, gestern bei der Recherche ein bisschen, RailSimulator.net ist offline gegangen. Da sind leider die Userzahlen stark runtergegangen, gemäß Beitrag. Und die Unterhaltskosten waren doch recht hoch.
Und jetzt haben sich entschieden, seit 20. Februar, glaube ich, war es, dass RaceManata.net offline ist, inklusive mit den ganzen Downloads, was es da gegeben hat. Schade eigentlich. Ankündigung für 120, ja, dürfen ihn schnell. Oh. Müssen aber trotzdem langsamer werden. Da kommt ein 40er auf uns zu. Vermute ich mal. Muss jetzt mal ein bisschen mithelfen. Verehrte Fahrgäste, unser nächster Halt ist Holzhofen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sonnenblumen. Ich habe ja schon lange keine mehr gesehen. Ich muss mal mehr rausgehen. 160, lass mich schnell fahren. Warte mal. Fahrt Richtung links. Wir fahren woanders hin. Ups, da haben wir wohl einen Gleiswechsel. Ja, dann machen wir heute mal ausnahmsweise den Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Cool. Ah, schön. Schön, schön, schön. Jetzt bringt man da zum Spitzeln. Eine Abstellung hier. Halten wir hier mal. Und wir haben wieder Halt. Kommt uns wieder was entgegen. Schauen wir nochmal, warum wir jetzt hier so einen Wechsel haben, aber das sieht nach Bauarbeiten aus. Deswegen. Irgendwas stimmt mit diesem Signal hier nicht. Na Jungs, habt schon rausgefunden, was nicht passt. Okay. Da sollte man vielleicht mal den Bahnsteig fliegen. Ja, ein bisschen grün hier. Sonst haben wir hier irgendwas Interessantes um rumstehen. Tut das Gleis da hinten und es kommt gerade ein Zug entgegen. Wir können eigentlich bei uns mal wieder auf neutral gehen. Vergesst das irgendwie die ganze Zeit umzustellen. Okay. Was ist das? Ludmilla? Nee, Ludmilla! Deswegen ist es so laut. Moin sehen! Noch nie eine in echt gehört. Das ist nur in Videos und so, aber persönlich habe ich noch keine gesehen. Würde mich schon mal reizen. Mal dieses Brüllen in echt mal zu hören, wenn ihr mal Vollgas gibt. 60. Kannst du haben. So, Gleise sind nirgendwo. Hier mal eine Abstellung oder so gehabt. Jetzt sofort gerade wieder einen Gleiswechsel geben. Ja, tut's auch. Und dann geht's weiter zum Aalsee. Aalsee? Ja. Schauen wir mal, was unser
Schaffner gleich ansagen wird. Olle Bulle. Währenddessen schauen wir uns mal an, was wir hier so haben. Türsteuerung, Indusi. Das sind die Lichter. Das ist da. An, aus. Zuglicht, Laden, Zettelhalter. Schwindex, Caplight, brauchen wir nicht. Scheinwerfer. Hoch, tief. Okay. Meldesystem. Okay. Bremse, Scheibenwischer. So was ich kann, die. Also, right window einfach nur. Okay. Gott, wieder zumachen, bitte. Keine Ahnung, für was das hier ist. Belüftung. Ansonsten gibt es ja nicht sehr viel zu sehen. Okay. Weit haben wir es denn? 4,2 Kilometer. Uns wieder was Schönes entgegen. Was bist du? Güterzug? Autozug? Autozug. Hat schon was verschifft. Kannst du mal ein bisschen hier. Botschaft, Schloss. Ganz viel Wald hier. Und da vorne ist auch schon unser Halt. Oh, hier war auch mal einer. Vor langer Zeit. Also es sah zumindest so aus, als wäre das nicht mehr befahren wird. Ja, und keine Beschränkung. Okay. Gefährlicher Bordübergang da. Zeit, ja, Zeit sagt gar nichts an, wo wir da sein sollten. Nächster Halt Aalsee, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, interessant. Da ist nachgestellt worden, dass die Signale austauscht werden. Cool. Ja, ich hätte schon später bremsen können. Oh, links auch. Das werden wir uns gleich nochmal angucken. Ja, ein schöner Bahnhof hier. Sag mal. Okay. Da ist auch der See. Free Room Kamera bitte. Danke. Ups, wo bin ich jetzt? Zwei Bütchen, kleine Marine da. Alles klar. So, ich wollte mal das Signal da hinten mal angeben. Ja, das wird nicht mehr lange stehen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen im Simulator.
coole Sache. Schönes Detail. Schade zwar fürs alte Signal, das wegkommt. Aber ja, Zeit schreitet voran. Da ist auch noch ein altes Abstellgleis hier. Das noch einen Anschluss hat. Sieht aber nicht so aus. Oh, doch. Hat noch. Ja, und ist zu. Überrascht mich jetzt nicht so in der Gegend hier. Okay, Time 8:28 in Brenz. 8:30 zeigt auch noch an. Bin ich heute echt mal pünktlich unterwegs. Stolz auf mich. Vielleicht schaffe ich es auch noch ohne Zwangsbremse. Das wäre dann fast einmalig, dass ich das mal schaffe. Da ist noch so eins. Kommt die Ankündigung für 120. Können wir nicht schneller fahren? In Betrieb ist. Einmal wieder einen Schluck Kaffee. Ich glaube, in Brenz werde ich mal eine ganz kleine Pause machen. Im Sinne von, ich hole mal ganz kurz einen Kaffee. Ohne Kaffee läuft bei mir gar nichts. Und dann gehen wir gerade weiter. Für euch ist einfach nur ein kurzer Schnitt. Ob ich mal nicht ein bisschen auf Earl Grey, diese schwarze, wieder umstellen sollte. Hat mir schon mal wieder Lust, aber in der Früh zum Aufstehen, da muss es einfach ein Kaffee sein. So schön hier. Also Hut ab für den Ersteller oder mehrere. Ich glaube, es ist eine ganze Gruppe, die das ja eigentlich ursprünglich gemacht hat. Sieht halt echt schön aus. Man kann nicht meinen, dass der Simonator schon so unglaublich alt ist und dann doch noch so gut aussehen kann. Ja, einer der besten Simulatoren überhaupt. Wenn einfach Trainsim World 2 oder also generell Trainsim World einfach offen wäre für die Community, inklusive Editor, wäre es ein toller Nachfolger, aber ansonsten, nee. Schade. Was sage ich auch fast in jeder Episode? Tut mir leid. So, wir haben nach wie vor freie Fahrt. Wir sind ein bisschen zu schnell. Ausgereizt damit die 120. Ach ja, und während der Pause werde ich mal noch gucken, ob ich ein paar Fakten über die ...627 finde. Und dann werde ich euch die mal vorlesen. Oh nee. Verehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Augenblicken den Bahnhof 60. Mainz. Alle vorgesehenen Anschlusszüge werden pünktlich erreicht. Das Team der EVB verabschiedet sich ganz herzlich von Ihnen, wünscht Ihnen einen angenehmen Tag, eine angenehme Weiterreise, tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg im Brenz Hauptbahnhof ist in Fahrtrichtung rechts.
Was ich mir gerade überlegt habe, eine Sache, die nicht realistisch ist, ist, dass hier alles pünktlich ist. Sag mal. So. So. Ab und zu hat er so Momente, wo er am Nachdenken ist. Und wir fahren wieder auf Rotsignal zu. Scheint ein bisschen was los zu sein hier. Wenn wir uns dann gleich mal angucken. Ich es geschafft habe, hier sauber anzuhalten. Ja, da sind wir auch wieder richtig beschildert hier. Neues. Okay, schauen wir uns das mal an. Sieht ja gar nicht mal so falsch aus. Ibis-Hotel, Busbahnhof. Und das Ursprungsgebäude hier. Okay, also, ich hole mal ganz kurz einen Kaffee und dann komme ich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und dann schauen wir uns mal hier diesen Bahnhof an. So. Schauen wir mal. Hier kommt ein Intercity. Interregium 1526. Bad Altburg. Güterbarsche. Ein echt großes Parkhaus. Und hier hinten. Oh. Und eine Durchfahrt vom ICE. So, ich wollte eigentlich mal hier gucken. Oi, du schaust aber schon ziemlich mitgenommen aus. Na. Was haben wir ansonsten hier? Da geht's irgendwo anders hin. Nicht weiter interessant. S-Bahn. Ah, hier geht's noch irgendwo hin. Die Post. DHL. Okay. Cool, cool, cool. Ja, das war's dann eigentlich auch hier. Ihr glaubt, ihr solltet gar nicht im Zug hier sein. und hier. Mittelweserbahn. Wir dürfen auch noch nicht fahren. Was, da kommt noch was? Was haben wir hier? Eine BP. Putzbüdel. Okay. Alles klar. Krieg. Ah, Urlaub wäre jetzt mal wieder was schön. Jetzt, wo langsam Corona mal wieder weniger wird. Das wäre was Feines. Oh, da kommt wieder was. Was haben wir hier? Warum bist du da vorne offen? Bleibst jetzt da stehen? Stimmt aber diese Anzeige hier nicht. Und Doppeltraktion. Ich frage mich gerade, ist das nicht ein bisschen zu neu für 1994? Fragwürdig, fragwürdig. Ach so, ich wollte ja noch Infos wegen der BR627 raussuchen.
Das kann ich ja gerade noch machen, während wir hier stehen. Wow. Sieben. Und gefunden. Ja, das sehe ich gerade schon, die Fotos. Sie sehen wirklich ähnlich aus zum ÖBB-Triebwagen. Aber hat schon kleine, feine Unterschiede. Oh, Abfahrt. Machen wir das mal zuerst, bevor ich hier anfange, Wikipedia zu lesen. Zu spät das zu prüfen, aber ja, alles zu hier. Und wir haben eine Beschränkung. Mal wieder. Sieht noch 50 aus. Hier ist auch schon wieder mal abdüsen. Ja, ist 50. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle neu zugestiegenen Fahrgäste in unserer Regionalbahn 76 auf dem Weg nach Öbenau. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Okay, Bundesbahn Zentralamt in München entwickelte ab 1972 zusammen mit dem Unternehmen Dübag und MK einen neuen Triebwagentyp in Leichtbauweise für den Einsatz auf Nebenbahnen. Da Hinterträger als Baureihe 627 und Zweitträger als Baureihe 628 gefertigt werden sollen. Ah, okay. Interessant. Dann ist das einfach die einteilige Variante von 628. Hab ich jetzt auch nicht gewusst. Warum ist jetzt hier wieder 50? War doch jetzt hier frei. Ah, jetzt. Okay. Teile aus dem Lastkraftwagenbau sowie die Motoren fanden Verwendung. 1974 wurden 8 Exemplare mit 2 verschiedenen Motortypen gebaut. Nach eingehender Proben wurden 1981 weitere 5 leicht veränderte Fahrzeuge gebaut und als Baureihe 627.1 geführt. Und da geht es zu der Industrie weg. Sieht aus wie ein Kraftwerk. So, wo bin ich jetzt gewesen? Sie erhielten im Gegensatz zu dem mit Längssieg versehenen ersten Fahrzeug eine glatte Außenhaut und normale Zug- und Stoßvorrichtungen, die später in die erste Serie eingebaut wurden, um eine universelle Verwendung zu ermöglichen. Außerdem hatten sie statt der Übersetzfenster nur noch Klappfenster und andere Sitze. Zur Reserve kam es im Gegensatz zur Baureihe 628 nicht. Hauptersatzgebiete waren die Strecken Tübingen, Kempten sowie Braunschweig bis 1980. Ich muss hier ein bisschen vom Gas runtergehen. Bleiben wir mal auf der 3. Von 1985 bis 2004 wurden sie unter anderem auf der Strecke Eutingen ins Gau Schildach und Haussach Schildach eingesetzt. In dem Film Wallers letzte Gang fährt der Hauptdarsteller Waller zum Beginn in einer Baureihe 627 zur Arbeit. Okay. Dann der Verbleib. Die 13 Fahrzeuge wurden zwischen 2001 und 2006 von der Deutschen Bahn komplett ausgemustert. Mein Kollege. Die Triebwagen 627003, 5, 8 und so weiter fanden in Polen bei der Kolje Mazowiecki eine neue Heimat. Der Rest wurde verschrottet. Der als Museumsfahrzeug vorgesehene 627001. Was? Ah, fuck. Ich hab's gewusst. Ich kann's mit. Ah, ich will Multitasking. L 60. Es war so klar. Kommt davon, wenn man nicht aufpasst beim Fahren. Jedes Mal. Das war's dann vermutlich mit dem Fahrplan. Entschuldigung. Ja, jedenfalls, die sind in Polen unterwegs und das Museumsfahrzeug ist leider beim Großbrand vom Ringlokschuppen in Nürnberg 2005 zerstört worden. Soll heißen, bei uns gibt es erstmal keine mehr. Nur noch in Polen, dass sie da rumfahren. Vielleicht kommen sie dann irgendwann mal auf die Idee,
da ein Herr zu holen. Es wäre natürlich interessant, ob die in Polen überhaupt noch fahren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man an der Baureihe nicht so viel Interesse hat, das herzuhauen, als wie, dass man die Baureihe die 628 erhält. Und 628 in zwei Varianten, nämlich der 2er und 4. Das ist einfach länger, sind einfach von der Länge unterschiedlich. Und ich glaube auch von der ich bin mir nicht sicher, ob die große Variante auch noch einen Motor drin hat. Nachgucken. Okay, Nebenstrecke 80 ist angesagt. Schade. Ich dachte, ich schaffe es heute mal ohne Zwangsbremse. Das stimmt, was uns steht, könnte man es noch pünktlich schaffen. Ich werde eventuell mal gucken im Post-Edit, ob ich das nicht das Video reinschalte, wie oft ich eine Zwangsbremsung habe und wie groß die Verspätung ist. S-Wechsel. Dann wieder 100. Guck mal, Junge, gib Gas. Ist es dann auch schon. Ich sehe da was Gelbes. Schon wieder was zum Anhalten. Runden lassen. Stufe 2 kann man zum Einbremsen. Ja, wobei. Wieder auf das Signal. Unser nächster Halt ist Burgen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Eine kleine Güterabstellung hier. Aber hier oder eine Landstraße. Nach. Das ist ja 39,30, ja, das könnte sich gut ausgehen. Moderner hier. Echt hoher Bahnsteig. Da ist ja die Nachfolgebaureihe. Immer vom Teufel spricht. Okay, und wir haben Rot. Jetzt kann man mal die Fronten da gerade mal vergleichen. Ja, es ist schon ähnlich, aber halt nicht gleich. Nicht einsteigen. Wärst du zur Abstellung. Ansonsten, was haben wir hier hinten? Ja, da ist die Güterabstellung. Kann man hier nochmal gucken.
Kleine Industrie. Und ein Stellwerk. Mit nichts drin. Und wir müssen fahren. Na komm. Steht da ein Zug? Wo steht denn die Lok? 80 dürfen wir jetzt wieder fahren. Jetzt hier nach links. Jetzt aber gerade mal schauen, was da ist. Und unser Zug da erstmal weiter verdüst. Ciao! Komm mal her. Das ist einfach nur zum Abstellen mit nicht so viel zu sehen hier. Okay, gehen wir mal wieder in unseren Zug rein. Haltepunkt Rallye. Nix. Oh, noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt einfach nur sagt, nächste Halterelle oder Haltepunktrelle. Nächster Halt Relle, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay, einfach nur Relle. Dann bremsen wir mal. So wie das hier aussieht, habe ich den Verdacht, dass das vielleicht mal zweigleisig war. Ist aber nur so ein Gefühl. Oh, moin. Unglaublich für die Leute, die hier einsteigen wollen. Ich hoffe, wir haben Platz. Schauen wir uns hier mal um. Ich sehe schon Doppeldeckerbusse hier. Nein, ich glaube. Schauen wir mal den Korridor hier an. Es könnte wirklich mal zweigleisig gewesen sein. Dürfte es aber schon lange nicht mehr sein, wenn ich mir das hier so ansehe. Gut. Abfahrt. Ich denke, ich demnächst mal eine österreichische Strecke fahren. Das mache ich wieder viel zu wenig. Es ist lange her, dass ich das mal gemacht habe. Da eventuell mit der 5047 mal rumdüsen. Oder sogar mit der Heimat mal fahren. Tirol. Strecke Wörgl-Runter. Nach Bischofshofen. Dann das untere Eck Richtung Salzburg rauf. Die Strecke haben sie ja umgesetzt. Das wäre mal was. So grundsätzlich, wenn ihr so Vorschläge habt, wo ihr sagt, ja, ich soll da mal fahren. Immer gerne sagen.
Natürlich auch gerne auf unseren Discord-Server. Da bin ich immer wieder unterwegs und spiele mit euch zusammen. Und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Langsam wächst er. Oberholm, Gleis 3. Nächster Halt. Fünfzig. Okay. Bis wir beim Signal sind. Ja, Tatsache. In allem, ja, kurz in die Straße. Hat es ein bisschen kleiner ausgeschaut. Einmal 50 mit Lärmschutzwand, damit die Leute hier nicht so genervt sind. Nächster Halt. Oberholm, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Links. Okay. Gleis 3 ist was Größeres dann. Ich hätte auch irgendwie Lust, mit dem Rheingold wieder zu düsen. Jetzt auch ein Szenario hier. Das ist im Winter. Mit dem AKE Rheingold unterwegs ist als Sonderzug. Ja, mal schauen, vielleicht mache ich das als nächstes. Der alte geile Tür. Wo ist jetzt hier 100? Ich dachte 50. Oder habe ich jetzt das 100er Schild übersehen? Ah nein, das ist 50. Dann ist das noch nicht richtig eingetragen. Das ist was Größeres. Alles klar. Okay, jetzt will ich gerade mal schauen, streckentechnisch, wo wir jetzt gerade sind. Ah, wir sind also hier die Schlaufe so gefahren und das wäre dann eine andere Strecke, die was jetzt hier da gerade raufkommt. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Da steht ein Güterzug abgestellt. Das ist die andere Strecke, die wir mal gerade gesehen haben. Ja, ansonsten ein kleines Surfchen. Aber das würde ich jetzt nicht mal als... Na, ah, das ist eine Stadt hier, eine kleine. Das ist gerade doof mehr. Mit drei Gasometern. Und Abfahrt. Nächster Halt Mühl. Gleis 2. Angesagt. Schnell, mein Junge. Ach, und hier wird es auch wieder eingleisig. Und da ist auch schon das Täfelchen für volle Pulle. Volle Pulle! Los geht's. Thank you.
interessant. Ich habe noch die Wikipedia-Seite offen von der Baureihe 627. Die hatten am Anfang eine Scharfenbergkupplung und eben dann ab 1983, 1985 Umbau auf die normale Kupplung. Da vorne eine normale Kupplung jetzt drauf. Hinten. Ja, okay. Das jetzt scheiße, ich lieber nochmal nach. für die UK-Fans, Alan Thompson, nicht Alan Thompson, Armstrong Powerhouse hat angekündigt, dass das neue Enhancement Pack kommt, und zwar für die Class 700, die ja seit kurzem verfügbar ist. Und da werden sie ein Pro Pack machen für 700 und 717 und noch eine andere Subclass für die Class 700. Wenn das draußen ist, werden wir es auf alle Fälle mal angucken. Dann gewinnt zwar optisch keinen Schönheitspreis, aber sie ist schon ganz cool zu fahren. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob wir da nicht ein kleines Video dazu machen. So viele Ideen, so wenig Zeit. Und freie Fahrt, sehr gut. Kommen wir ganz gut durch. Wir erreichen nun Mühl, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar. Was hat die Aufteilung? Stellwerk B. Gibt es auch ein Stellwerk A? Ja, ja, ein bisschen drüber gefahren. Ansonsten. Vergärten. Ist ja sein eigener Kult für sich. Ansonsten gibt es hier bis auf das Gebäude nicht sehr viel zu sehen. So, und was jetzt mit Stellwerk A? Hier. Nichts mit Stellwerk. Das ist abfotografiert. Ah, wir sollten fahren. Ah, ich mit meiner Rumbummelei. Ich hoffe, es ist nie pünktlich zu kommen. Ja, das wird knapp. Bahnhof Kalbe. Volle Pulle. Mal einen Schluck Kaffee wie? Und da ist er ja auch schon zu sehen. Schwierig.
Entschuldigung. Ja, ist ein bisschen früh. Wir haben sie jetzt. Mal gucken. 8 Uhr. Wach bin ich so seit 6 ungefähr. Konnte nicht mehr schlafen. Wenn ich das hier fertig aufgenommen habe, werde ich erstmal anständig baden. Richtig samstags baden. Bei vielleicht den Doku angucken, Eisenbahnromantik, müsste wieder was Neues draußen sein. Und dann wieder raus. Mache ich nur gern. Auch aus wie ein Opa, wenn man so lange im Bad drin ist. Aber angenehm, ab und zu mal. Und wir müssen wieder langsamer werden. Nächster Halt, Kalbe. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Was mir gerade erst jetzt einfällt, ne? Bezüglich der ERC-Frage. Hat zwar ja vermutlich der Ersteller ja eingesprochen, also ist ein er, Amisia, würde ich jetzt mal. Einfach mal so behaupten. Aber wird das Sinn machen? Warum löst du die Bremse? Ach so, wegen einem Ray Driver. Ah, Ray Driver. Also was jetzt da gerade passiert ist, ich habe eigentlich mit der Tastatur gerade die Regelungen hier gemacht. Aber sobald ich beim Ray Driver dann irgendwie was anfasse, dann übernimmt er die Einstellung, was der Ray Driver gerade hatte. Und das war natürlich volle Pulle und Bremsen lösen. Deswegen ist das so hin und her gegangen. Ja. Nur bei der Triebwagen wäre grundsätzlich nicht notwendig, damit einen Red Driver zu fahren. Ich meine, das ist ein bisschen einfacher. Vor allem wegen der Bremse da. Die kann der Red Driver, sag mal, nicht wirklich interpretieren. Hab ich gar nicht geschaut. Wir sind sogar vor der Zeit. Cool. Und krass, was da weltpolitisch momentan abgeht mit der Ukraine. Also ich hoffe echt, dass das nicht eskaliert mit Dritter Weltkrieg und so. Aber die Russen sind ja aktuell echt am Durchdrehen. Also beziehungsweise der Putin. Jetzt aber mal vom Amt holen. Der hat echt ein Machtproblem. Eigentlich. War eigentlich alles. Schleudern, Drehzahlgeber, Motorräder, Kühlwassertemperatur über 40, Getriebestörung, Fahrtwendung, Störung, Brand. Naja, hoffen wir, dass das niemals angeht. Dieselpower. Und der EVB.
mit Anhängsel. Los geht's! Nächster Halt, Kalbehöf. Volle Pulle. Ich würde auch das Jahr gerne mal wieder nach Südafrika. Mein Lieblingsland momentan, was Urlaub betrifft. Und ich leider die letzten zwei Jahre nicht runter. Mal schauen, ob es finanziell ausgeht. Würde ich schon gern wieder auf die Convention runter. Zu der SAFC. Da sehe ich auch wieder alte Freunde wieder. Hab schon ein bisschen Fernweh da. Wie nervig ist der Flug mit 10-11 Stunden. Das ist so unglaublich langweilig. Und schlafen kannst du drin auch nicht wirklich. Riecht zumindest nicht. Gut, außer der Business Class oder First Class. Da kann man echt gut schlafen. Aber das kostet aber viel zu viel. Das habe ich nur einmal gemacht, weil ich da Meilen eingelöst habe. Aber auch nur in eine Richtung. Ja, das war schon nice. Babura, konzentriere dich aufs Fahren. Verpeilte Löwe manchmal. Naja, fast immer. Da hinten. Sollte es da so sein? Oder ist das jetzt, weil die so hintereinander sind? Ach so, weil die so hintereinander sind. Okay. Sah jetzt gerade ein bisschen schräg aus. Södele, sind wir gleich da, oder? Kolbehöf. Der nächste Halt ist Kalbehof. Zur Abwechslung mal der Aufstieg in Fahrtrichtung links. Eine schöne Ansage, die er da macht. Ja, Oberleitungsende. Schön nach links. Wenn es da hingeht. Ich glaube, ich mache dann gleich mal das Fenster zu. Ist nämlich offen für die frische Luft. Wirklich nur ein kleiner Haltepunkt hier. Okay, dann schauen wir uns mal hier um. Kleiner Park-and-Ride-Parkplatz. Hier haben wir einen alten Bus hier drin. Noch Altenburg-Heppenhöf. Irgendwie wie so ein Schiff. Schau mal kurz auf der Karte, wo sie weitergehen wird. Center Player. Ja, eine kleine Abstellung hat es da. Und wir sind schon wieder auf Düsen. Mensch, muss ich nicht mal umgucken hier.
So, ich mache währenddessen mal kurz das Fenster zu. Und da bin ich wieder. Übenau. Letzte Halt, glaube ich. Ansonsten, ja, da kommt nichts mehr. Dann haben wir es geschafft. Und sogar pünktlich. Trotz Zwangsbremse. Bin stolz auf mich. Was ich noch interessant finde, ist, die BR628 hat in der Beschilderung, also zumindest hier im Spiel, weiß nicht, ob es auch in echt so ist, den Posten Güterzug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den mal wirklich als Güterzug missbraucht haben. Und wir müssen dann schon wieder langsamer werden. Kommen wir da jetzt in einer Rotsignal rein, oder was? So, ne? Verehrte Fahrgäste, unsere Fahrt neigt sich nun langsam dem Ende, da wir unseren Zielbahnhof Böbenau erreichen. Wir bitten deshalb alle Fahrgäste auszusteigen. Das Team der EVB und der Regionalbahn 76 verabschiedet sich ganz herzlich von Ihnen, wünscht Ihnen einen angenehmen Tag und wir würden uns freuen, Sie in einem unserer Züge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Böbenau ist in Fahrtrichtung links. Jo, ciao. Schönes Szenario, hat mir gefallen. Volle Ansagen. Ich werde mal schauen, dass ich nur noch so Szenarien habe mit Ansagen. Ist zwar zumindest auf englischer Seite nicht immer so einfach, aber wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin, kriegt man ja von Arraysim.de immer sehr gute Szenarien. Na, warte, vermutlich auf den Zug da hinten. Dann geht's dann rein. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat's gefallen. Mal schauen, was als nächstes kommt. So, Kollege. Da ist er ja. Jetzt werden die Weichen umgestellt. Und wir dürfen düsen. Nice. Wir durften oder mussten jetzt warten, weil wir da nach rechts fahren. Alles klar. Aufs Äußerste hier. Bleibt der jetzt noch stehen, damit die Leute umsteigen können, oder düst der jetzt gerade schon weg? Ja, sieht noch abdüsen aus. Nichts mit umsteigen.
So, liebe Leute, das ist der letzte Halt in Übenau. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da oder ein Like. Und dann sehen wir uns ja schon bald wieder in, wer weiß, Mass Effect Trading Sim World TS 2022. Oh ja. Oder vielleicht mal wieder im Flight Simulator. Habe ich auch wieder länger nicht gemacht. Hätte ich auch wieder Bock drauf. Und da kommt noch ein Kollege vorbei. Moinsen. Viele Güterzüge. Da steht ja gerade schon der nächste hier. Peter hier. Naja. Entschuldigung. Cool. Raymax Austria. Und da hinten hat sich auch noch jemand verewigt. Okay. Das soll es gewesen sein. Also, bis denn dahin. Hier, Kanal. Tschüss.